Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory 1, 2, zählen müssen wir können, 2, Trial by Fire. Ja, wir haben beim letzten Mal nicht wirklich viel auf die Reihe gekriegt, außer ein bisschen Barthaare eingesammelt. Ich habe seitdem nichts mehr gemacht, ich würde deswegen sagen, wir gehen einfach mal schlafen. Ich weiß nämlich nichts Besseres, was ich tun kann und ich habe jetzt habe keine Lust verspürt, die Wüste abzulaufen. Was wir bestimmt nochmal machen müssen, aber muss ja nicht heute sein. Welcome here. Okay. Da würde ich sagen, bestellen wir uns erstmal was zu essen. Also, kommt so von alleine. Good day, I hope you slept well. Thanks. Eat. Stand. Okay, ich glaube, wir gehen mal mit. Hast du irgendwas zu sagen? Hast du nicht? Okay, also nichts vorgefallen. Sandtime for the poor. Okay, give Sandtime. Thank you, Effendi. You shame me with that kindness. Oh, das ist nicht so schlimm. Ich hab genug. Aber wo du schon mal hier bist, ask about. Weißt du da was drüber? Nee. Ask about Sultan. The Sultan is a very great man and a father to us all. He knows all that goes on in our land. Welchen Tag haben wir? 7. Also ich meine, wir stehen vom Prinzip da, wo wir letztes Mal standen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich meine, ich warte darauf, dass was passiert. Also es soll ja offiziell warten wir auf das Air Elemental. Nehme ich an. Zumindest ist es das zweite in der Liste, die wir da bekommen haben. Ich kann mal ganz früh morgens hier hingucken. Vielleicht ist der Typ endlich hier. Nee, schon wieder nicht da. Wo bist du? Da bist du! Guten Tag. You have saved the city with your courage. Ja, gestern schon. And your resourcefulness. The Lentership is indebted to you. By order of the Sultan, I have been asked to give you this reward. Okay. Oh, nice. We are truly fortunate that you came to this land. Ja, finde ich auch. Ihr habt schon ziemlich gut, dadurch, dass ich hier bin. Ask about. Watch us, make sure they're happy and content. It's so great to think of Razia. Okay, Razia. Now that laws have become more important than men, and that has become a crime to think. Okay, was wollte ich dich? Ich meine, jetzt habe ich dich angetroffen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dich fragen wollte. Also die Elementals. Air Elemental. There is someone else in the city whose knowledge of the nature of air surpasses my own. Ask the one who has his head in the clouds. Okay, gut. Den habe ich, glaube ich, schon gefragt, aber sicher fragen wir ihn nochmal. Vielleicht weiß der ja, wann das Ding vorbeikommt. Ausgebaut gilt. It's a home for me. Das ist fantastisch. Ausgebaut Uhura. She's my friend. Ah, verstehe. She is a good fighter and teacher, and you would do well to practice with her. She can teach you much about the warrior skills. Okay. Ich würde sagen, wir speichern mal, weil wir haben ja definitiv was erreicht. Wir haben endlich den Typen getroffen. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie vergesse, irgendwas ihn zu fragen und wir ihn dann nicht wieder antreffen für Tage. Das ist ja immer denkbar. Ask about Training, warum denn nicht?
Du doch nicht. Du bist aber auch ein, ne? Ich will mit der Dame da, aber gut, ich glaube, wir müssen einfach nur hier hingehen, dann prügeln wir uns, ne? Okay, ich habe immer noch nicht begriffen, wie ich hier so richtig ausweiche. Ah, okay, so. Okay, ich glaube, jetzt bin ich gerade ausgewichen. Es ist alles nicht so einfach zu sehen. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Dodge dazu bekommen. Ich glaube, ich bin einmal korrekt ausgewichen. Das ist bei dem Lag nicht so einfach zu erkennen. Haben wir Dodge dazu gekriegt? Ja, wir sind erfolgreich ausgewichen. Das ist schön. Und wir haben ja gelernt, das müssen wir definitiv lernen für den Skorpion. Und nicht nur in Diskotheken sind Skorpions immer zu vermeiden. Und auch in diesem Spiel ist das so. Da werden wir dann sehen müssen, inwieweit das praktikabel ist. Aber ich denke, da werden wir einfach noch ein bisschen trainieren, besser werden und dann hoffen, dass ich einfach mal die richtige Taste erwische im richtigen Moment. Obwohl wir das beim Skorpion dauernd machen müssen. Das ist ja das Problem. Aber ja, schauen wir mal. So, das ist das, was das wollte ich machen. Was wollte ich noch machen? Gut, dann gucken wir jetzt mal zu dem Deppen nochmal. If you a little bit an airhead, don't let him lead the chase. Glue his shoes with goo blue into mud in his face. It's fair to snare the adder, then put him in his place. Okay, mud in his face. You have a dearth of earth that's worth my mirth. I do have some fool's earth in stock, though. Ja, dann gib's mir. Kriege ich das erst, wenn... Ist das... Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr, von wem wir das wissen. Air, Throw, Mud und Bellows. Was war das nochmal? Das sind nochmal Air-Elemente. It's fair to snare the air there, then put him in his place. Snare. Von einem Fellow who loan you his bellows. Okay, das war das. Okay. Okay, also irgendwie. Aber du, er hast es mir nicht gegeben, ne? Wie kriege ich die Bargen? Earth? The dearth of earth, that's worth my mirth. I do have some fool's earth in stock, though. So. It's used to mark dark stains on light clothes. If you need it to ground or blow out, it's yours for some gust in the wind. All you need is dust in the wind. Okay, whatever. Okay, jetzt müssen wir noch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir das schon brauchen. Oder ob das sinnvoll ist, das schon vorab zu haben, aber wahrscheinlich. So, haben wir das jetzt. Pot of Dirt.
Okay, wer von euch war... Du warst der Lampmatcher. Dich würde ich noch fragen, ob du was über Magic Lamps weißt. Weil ich meine, du hast mir die Lampe verkauft. Ausgebaut, Magic Lamp. All lamps will light the way through the Shulian, which is such as a... Okay. Ich will keine normale Lampe kaufen. Ich will... Puh, was machen wir als nächstes? Also ich meine, wir haben noch den Tag Zeit. Oh, and I ask, what is a hero? Though the answer is very clear, is the only one who faces danger when the darkness hovers near. Oh, das ist der Kollege der Oma ist hier, okay. He will face the fiercest foe when another needs his aid. He will dare to defy death, even though he is afraid. He works not just for glory, and he does it not for gain, but because he knows that others will be spared a greater pain. Naja, also wenn ihr mir Geld geben würdet, würde ich das schon annehmen, so ist nicht. Ach, geh mal. Okay, ask... He won't always follow orders, for he dares to answer why, and unless he likes the reason, he refuses to comply. He will brave the battle boldly, even though he may not win. So, jetzt wenn ich jetzt Escape drücke, um das Ausgebaut wegzumachen, wird hundertprozentig auch der Text weggehen? Nein. He will face his fate unflinching, for he is a paladin. Bin ich gar nicht. Ich bin Magier. Die sollte man grob auseinanderhalten können. Okay. Ist da noch mehr zu sagen? Ich werde jetzt mal was wissen. Das wollen wir wissen. Air-Element. Oder Fire-Elemente. Sierra ist so ein Gott, die programmieren so gut. The answer is evident, he's the only one who faces death, knowing his life was spent. Okay. Kann ich mal mit dem da sprechen? Muss ich mich wirklich in ihn reinstellen, dass ich mit ihm reden kann, Spiel? Ist das deine Idee von... Nein? Okay. Talk... auch nicht. Kann ich einfach nicht talk to Oma oder so? Don't bother. Ja, toll. Okay, wer bist du nochmal? Jafar. Okay. Ausgebaut. Jafar. Mit dir rede ich gar nicht, aber es ist okay. Ihr steht euch auch gegenseitig im Weg, deswegen blockiert ihr euch und könnt nicht hier rausgehen. Meat Merchant. Pottery Merchant. Ausgebaut Pottery. Das habe ich bestimmt schon gemacht. My Pottery Merchant Clay. You were to buy one. Habe ich das nicht schon gemacht? Haben wir da nicht unsere Erde reingetan? Okay. It is Omar. Hast du noch mehr zu sagen? Ja. Okay. Hat sich nichts geändert? Was sitzt du denn hier vor der Apotheke? Hat das irgendeinen Grund? Warte, wir können noch mal so Balken... Pott, das habe ich glaube ich schon gemacht, oder? Ach, come on! Du hältst dich jedes Mal für angesprochen, egal von wo ich und... Ach, oh, das ist... Ich, Okay, jetzt habe ich noch einen Empty Pot. Nehme ich an.
Out of Dirt. Empty Pot, ja. Okay. Na gut, meine Oma hat ja... Und Oma reden kann ich nicht, also was soll das alles? Für Waterskins. So, mal gucken, ob er hier immer noch ist. Wenn wir wieder... Wenn wir den üblichen 80er-Jahre-Rollenspieltrick machen... Oh, das, was ist das? See a small leather per... Oh. Oh. So etwa... look at purse. You see small... Take purse. You pick up the purse and open it. It has 16... Oh, das ist auch nicht so viel. It also has a small scrap of paper with the words Quelling Chaos from Shapir Driving... Darkness vom Rasier. Okay. Also, okay. Na gut. Will ich dich noch was fragen? Ausgebaut ist. Habe ich bestimmt schon 12 Mal gemacht. Ja. Ich meine, wenn wir den Tag eh dazu benutzen, uns hier vorzubereiten auf einen irgendwann stattfindenden Angriff eines Elementals. Ich meine, genau genommen bin ich mir ja noch nicht mal hundertprozentig sicher, dass es ein R-Elemental ist. Ich meine, es würde in der Reihenfolge passen, aber... wir könnten... Was ich zu sagen, da hat sie nichts getan. Wir haben erstaunlich wenig Orte, wo wirklich was ist. Ich meine, hier könnte noch überall was sein. Wahrscheinlich ist hier auch noch irgendwo was. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, hier jede... Müssen wir hier jede Straße ablaufen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch irgendwo dann einen Hinweis kriegen, geh doch mal dahin, weil also so... Ja. Also, was könnten wir noch machen? Also wir könnten gucken, ob wir uns einfach diesen Bellows da ausleihen können. Aber du bist ja so ein großes... Ja, ja. Bellows. Ups. Nein. So ist richtig. The Bellows is the sound of my trade. What about it? Loan. Nee, borrow. Ist, glaube ich, besser. Okay, bargain below. You must need my bellows badly. Yes. Also ich bin ja drauf und dran, dir das da einfach abzureißen. Weil ich meine... fetch. That wouldn't be a good...
Das wouldn't be a good idea right now. Warum? Weil da eine Wache lang kommt, wa? Ja, guten Tag. Lalalala. Gehen Sie mal kurz shoppen? Gehen Sie mal. Ja? Ich könnte vorher ein Flame Dart auf die Wache zaubern, aber ich glaube, das gehört sich nicht. Geh mal weg. Du gehst da nicht weg, ne? Du bleibst da die ganze Zeit stehen. Jetzt kommen noch mehr Leute. Wer bist du? Townsperson, die kann ich ja auch überhaupt nicht leiden. Okay. So funktioniert es nicht. Wir müssen auch das nachts machen. Aber zumindest reagiert das Spiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar geht. So, ich habe aber immer noch nicht mehr, was ich machen kann. Wir können einfach mal zum Mittagessen hierher. Welcome. Midday. Sit. Ich meine, da es hier ja umsonst ist, können wir ja auch dreimal am Tag essen. Ne? So ist ja nicht. Order food. Ha! Es ist mein Nephew, so in der Basate fand man, he very happy to sell you. Ja, da liegt das Problem. Ich bin cheap bastard. Ich will nicht. Oh Gott. Okay, was können wir da Heldenhaftes tun? Die habe ich doch schon was gegeben. Ist mal gut hier. Werd mal nicht gierig. Wir in die Wüste. Ich meine, wir können einfach mal in die Wüste gucken. Mount. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt, wogegen wir kämpfen können, was wir bestehen können. Ich meine, wir könnten einfach mal anfangen, stumpf in irgendeine Richtung zu laufen, zu gucken, wie weit die Karte ist. Ob sie zum Beispiel umschwingt, ob sie rappt. Das wäre mal eine ganz interessante. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Ihr habt gespeichert, im schlimmsten Fall verdursten wir halt. Das Dumme ist, dass ich nicht weiß. Okay. Können wir hier nicht rasten? Kann ich irgendwo rasten? So, jetzt mal kurz gucken. Ist hier mein Dings? Nee, ist hier mein Dings? Wenn ich wieder zurückgehe, müsste er hier sein, oder? So kann ich auch nicht rasten, ne? Ich weiß auch nicht, was das soll.
Moment mal, wenn wir haben da noch dies. Es ist besser, wenn ich das hier mache, das Durchlaufen. Ja. Weil hier müssten wir ja irgendwann dann wieder in Shapir ankommen. Na, das hat wenig Sinn, wenn wir so außer. Nee, das hat wenig Sinn. Wenn wir vorher trainieren, dann müssen wir. Können wir eigentlich? Ich meine, das muss ich irgendwann mal rausfinden. Wo kann ich in diesem Spiel rasten? Oder muss ich immer so eine Vegapill schlucken? Kann ich hier rasten? Was? Hat schon wieder irgendwas gesagt? Muss ich es mir nochmal sagen? Achso, das ist der Typ mit dem Gelben. Es ist auch doof, dass der Text dann bei jedem. What the fuck? Kann ich im Inn rasten? Oder auch da nicht? Weil ich dann vom Sitzkissen falle. Ich will mich nur ein bisschen ausruhen. Ich meine, ich kann schlafen. Okay. Anders geht's doch offensichtlich nicht, okay. Deswegen auch die Option, dass man nur eine Stunde schläft. Okay. 1 hour. Okay, das hat uns voll wiederhergestellt. Das ist gut zu wissen. Okay. Haben wir wieder was gelernt? Was für die Zukunft relevant ist. Also Rast. Ich frage mich, warum der Spieler denn das Rast-Command überhaupt. Du hast doch schon Geld gekriegt, Mensch. Du musst das wahrscheinlich machen, bis du weggehst. Ne? Ja. Danke für das Fressen des Buchstabens. Ja. So. Okay. So, ich kann ja, wenn ich. So, wir gehen jetzt. Also, jetzt sind wir noch nicht in der Wüste. Jetzt sind wir technisch gesehen in der Wüste. Ich würde mal sagen, obwohl ich hier noch nicht handeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt. Come on, Spiel. Ein Feld zur Seite gehe. Und nach oben. Dann müsste ich jetzt nicht nach hier können. Oh, hier kann ich. Interessant. Okay, da können wir jetzt tatsächlich mal gucken, ob es loopt. Okay. Man kann. Offensichtlich kann ich im ganz unteren Bereich des Bildschirms doch steuern. Unseren Charakter. Hm. Ist also keine komplette. Cutscene, okay. Auch gut zu wissen. Kann ich eigentlich irgendwie vermeiden, dass der Saurier mich jedes Mal abwirft, wenn irgendwie auch nur so ein Monster, gegen das wir nicht kämpfen wollen, vorbeikommt? Weil ich meine, das Ding kann ja auch laufen. Wahrscheinlich erschreckt er sich zu sehr. Ho, 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 ho. Hier ist die Welt zu Ende. Und hier ist Musik. Okay. You have come to a sandy alcove in the mountains. A strange human-shaped plant seems to have grown out of the sand here. Ja, sieht aus wie ein Baum. Er wird mich bestimmt gleich angreifen. The plant almost looks like a woman. Talk to tree. Look at
Greetings. Cast detect. No magic. Okay. Ich meine, das wird irgendeinen Grund haben. Okay, also schreiben wir uns mal auf. Wüste. Ganz weit im Osten. Höhe Shapir. Seltsamer Baum. Meine, danach könnten wir den Derwisch fragen, wenn ich ihn jemals wiederfinde. Können wir auch in der Stadt theoretisch irgendwen nachfragen. Aber zumindest wissen wir, dass die Welt hier aufhört. Weil wir können hier nicht weiter, oder? Doch, können wir. Okay. Schade, ich hatte gedacht, das hat eine Begrenzung. Das war nämlich das Schöne an ne, ich meine, vielleicht kommt noch eine. Aber ich meine, hier ist ja irgendwo nirgendwo was. Das ist wirklich langweilig. Aber das fand ich das Gute an am ersten Teil, dass wir da tatsächlich eine Begrenzung des Spielbereichs hatten. Also weil man kommt von der einen Seite, verlässt die Welt auf der einen Seite und kommt von der anderen Seite wieder rein. Das ist halt so 80er, ne? Aber das hat mir nie gefallen. Also in Dungeon-Levels, also Bard's Tale, da siehst du noch einen, aber selbst Bard's Tale hat sich die Mühe gemacht zu sagen, dass das irgendwie einen magischen Grund hat. Ich bin schon wieder ausgewichen. Okay, das Spiel nimmt nicht mehr meine Tasten an, sondern drückt. Okay, jetzt haben wir alle Tasten auf einmal bekommen. Gott, dieses Spiel ist so schlecht. Also die Bedienung ist wirklich ein Graus. Okay, wir haben Glück gehabt. Search Body. Okay, so. Obwohl, ich sollte vielleicht nach links und rechts gehen, nicht nach oben und unten, sonst muss ich mir diese Animation so lange angucken. Okay, zurück. Also jetzt machen wir doch ein bisschen Wüstenerkundung. Steigen wir von alleine auf? Das ist gut. So, dann marschieren wir weiter. Speichern wir mal lieber. Gucken, ob wir einfach immer schnell genug sind, ob wir ihn kaputt kriegen. Ich hab gedrückt. Das ist so zu... Ah! Goddammit.
Okay, also das funktioniert einfach nicht. Wir können nicht ausweichen, weil das Spiel einfach nicht schnell genug auf die Tastendrücke reagiert. Das ist echt nicht schön. Okay, dann müssen wir vorher die Poison Pill essen. Okay. Eat Venom Pill oder wie die hieß. Wie hieß das Scheißding? Poison Cure. What? Warum nicht? What? Okay. Ja, Spiel. Ah, dann frisst das auch gleich wieder die Eingaben. Okay. Diesmal habe ich nichts gedrückt, aber der Skorpion hat offensichtlich nicht getroffen. Weil ich bin nicht ausgewichen diesmal. Beim letzten Mal bin ich ausgewichen, da hat er mich gegriffen. Jetzt bin ich nicht ausgewichen, da hat er mich nicht gegriffen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ah, diese Kämpfe. Diese Kämpfe sind nicht schön. Und die sind witzigerweise so ganz... Na wohl, nee, sie sind nicht schlimmer als im ersten Teil. Sie sind eigentlich genauso schlimm. Man hat jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen, glaube ich. Aber, find nothing of value. Take. Was wollen wir vom Scorpion mitnehmen? Da müssen wir da irgendwas, sollen wir da auch mitnehmen. Take Venom. Take Stinger. Tail, okay. Habe ich das jetzt? Weil eine Animation gibt es nicht. Scorpion Tail, ja, okay. Huh. So, jetzt müsste ja hier wieder... So, da ich keine Ahnung habe... Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Wir müssen ja irgendwie wieder zurück. Okay, jetzt die Frage, ob wir jetzt jemals wieder zurückkommen. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber theoretisch, wenn ich immer weiter nach rechts laufe, nach links meine ich, müssen wir ja theoretisch ankommen. Ich meine, ich weiß, ich produziere gerade auf Ausnahms. Ausnahmslos aufsehenerregende Qualitätsvideo.
Ne? Es passiert ja nichts. Aber ich kann es nicht ändern. Ich weiß noch nicht mal, ob ich auf diesem Weg überhaupt zurückkomme. Ob das überhaupt geht, was ich hier vorhabe. Aber es muss ja gehen, weil die Welt... Ich meine, es kann sein, dass wir kurz vorm Wraparound waren und oder kurz oder durch über den Wraparound hinweggegangen sind und noch einen Schritt weiter gemacht hätten müssen. Und dann wären wir wieder in Shapir angekommen. Nur da ich nicht sicher sein kann, dass die Karte rumwrappt, müssen wir jetzt also den Weg zurücklaufen. Cast Zap. Mal gucken, ob wir das Ding kaputt kriegen. Okay, wenn... Okay, sieht nicht so aus. Pterosaurus, na gut, okay. Kommt der da jetzt immer oder ist das offensichtlich Glückssache? So, ich meine, regelt, also technisch gesehen müssten wir jetzt ja irgendwie wieder zu der... Meine, dich kann ich einfach umspammen. Das ist nicht so das Problem. Was mich aber auch so ein bisschen nervt, ist, dass ich jetzt, um weiter auf meinem Dings reiten zu müssen, den Bildschirm verlassen kann. Nee, rufen kann ich ihn nicht, ne? So, jetzt mal warten. Also jetzt mal, ne? Und jetzt muss ich wieder zurück. Das ist auch nicht besonders spaßig. So. Jetzt müssen wir uns die Animation angucken und das speichern wir sicherheitshalber. Ihr erlebt live die Wüstenerkundung mit. Ja, ich habe aber Wasser. Das ist schön. Ich würde nur ganz gern... Ich meine, jetzt müssten wir an dem Baum nochmal vorbeikommen, ne? Also, er lädt länger. Ja, kommen wir. Okay. Es kann wirklich sein, dass ich... Gott, die Wüste ist ja riesig. Also, wenn die tatsächlich nicht umswitcht, sondern... einfach nur so riesig ist. 2, 3. Na gut, das kann ich ja nächstes Mal noch zählen. Also ich weiß ja, ich muss einfach nur in eine Richtung gehen. Aber das ist ja wow. Und es gibt keine Begrenzung. Da kann man sich ja komplett verlaufen, weil wir ja auch keine Möglichkeit haben, unsere Position festzustellen. Nee, die Karte, also die muss umspringen, umswitchen. Geht nicht anders. Sie ist wahrscheinlich nur einfach sehr groß, diese Wüste. Kosaurus, das geht nicht, ne? Ich meine, wir können einfach selber zu Fuß gehen und dann kommt der Saurus ja von alleine nach Hause. Das Problem ist, ich nehme an, dass das mehr Stamina oder Wasser kostet, wenn wir nicht selber laufen. Oh Gott, ich hab zweimal gedrückt und das Spiel macht, weiß ich nicht, fünfmal den Schritt zur Seite. Es ist, oh, ist das schön. Oh, das ist nicht gut.
meine, wahrscheinlich müsste ich einfach das DOS-Box schneller laufen lassen, nur dann fürchte ich, kann ich nicht mehr schnell genug reagieren. Das ist auch ein Problem. Irgendwie, wie man es macht. Einen Tod muss man sterben. So, jetzt drehen wir um. Okay. Und ich meine, technisch gesehen haben wir jetzt genau noch nicht mal eine Zeile der Wüste erforscht. Wow. Also das ist ja ein Mist. Das ist ja fast unrealistisch. Ja, jetzt ist der Tag auch schon zu Ende. Na, aber gut. So, wir wollen aber noch gucken, ob wir da die Sache klauen können. Thanks. Eat. Two main courses. Wow. Okay. So, was wir jetzt mal machen können, ist, ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle und kümmern uns dann um die etwaige Diebstahlisierung des Werbeschildes des Kollegen Blöder Sack, wie hieß er nochmal? Ich weiß nicht mal, wie der hieß, der Fighter-Typ. Ob wir den da wegklauen können, weil ich meine, es klang ein bisschen so, als würde das gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das alles beim nächsten Mal, sonst wird das Video auch zu lang. Und dann schauen wir mal, schlafen danach, denke ich, dann die Nacht durch, den Rest der Nacht. Aber wer weiß, vielleicht geht das auch gar nicht so einfach. Vielleicht müssen wir die ganze Nacht dann da noch irgendwie was tun für. Probieren wir beim nächsten Mal aus. Für heute haben wir immerhin rausgefunden, dass es in der Wüste einen Baum gibt, der wie eine Frau aussieht. Und dass die Wüste riesig ist. Und ich nicht weiß, wie ich die jemals erforschen soll. Vielleicht sollen wir sie aber auch wirklich nicht erforschen. Vielleicht sollen wir nur wirklich dahin gehen, wo wir hin müssen. Obwohl, für den Baum haben wir keinen Hinweis gegeben. Naja, egal. Ich schwafel nur noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.